Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Teestunde. Wer das Konzept der Teestunde nicht kennt, nehmt euch gerne ein Getränk eurer Wahl. Es muss nicht zwingend Tee sein, ist es bei mir heute auch nicht, denn die Teestunde geht für gewohnt immer ein wenig länger. Es ist super krass, dass die letzte Teestunde schon einen Monat her ist. Ich habe das Gefühl, es war erst vor 2 Wochen. Daran merkt man mal wieder, wie unglaublich schnell die Zeit vergeht. Und in der Teestunde rede ich über alles, nicht über alles, über vieles, was mich beschäftigt, wo ich einfach so ganz roh und ehrlich bin und mal Themen anspreche, die halt gerade einfach so mich in meinem Alltag beschäftigen, mit denen ich mich auseinandersetze. Und dazu eine herzliche Einladung. Prost und los geht's. Starten wir mal mit dem Offensichtlichen. Ich habe mir die Haare gefärbt. Und dazu möchte ich kurz ein wenig was erzählen. Wenn ihr mein Get Ready With Me gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich so ein bisschen gestruggelt habe mit meinem Aussehen. Dazu dann gleich später auch nochmal mehr, da habe ich eine ganz coole Übung gemacht. Und ich konnte mich nicht so richtig leiden. Und da war relativ da dann klar, okay, ich will mir die Haare wieder färben. Ich habe per se gar kein Problem mit den grauen Haaren. Ich finde diesen Alterungsprozess gar nicht schlimm. Die grauen Haare stören mich per se nicht. Meine grauen Haare sind aber so, die haben dann auch eine ganz andere Struktur. Die sind ganz anders als meine anderen Haare, so vom Anfassen und vom Fallen und so. Aber egal, die sind störrisch. Und ich wusste, okay, Haare färben, das könnte eine gute Sache sein, die mir gerade hilft. Okay, ich also zu Rossmann und stand vor diesen ganzen Brauntönen und Braunschattierungen und war so, ich will das alles nicht. Dieses braune Durchschnittsgedöns, ich möchte es gerade nicht. Und ja, da kann man jetzt ganz tief reingehen und reflektieren, was das bedeutet und was es heißt, will ich aber gerade nicht, ist mir gerade nicht wichtig. Kann mir schon denken, was los ist. Brauchen wir jetzt nicht. Muss auch nicht alles überanalysieren. Also, ich stand da und wusste, braun, nee, braun hängt mir so zum Halse raus, dieses durchschnittliche, nee. Okay, wollte weder irgendwas hellbraunes, mittelbraunes, dunkelbraunes, mit irgendwelchen Rotschattierungen, wollte ich also nicht. Okay, was machen wir dann? Dass ich mir die Haare nicht blond färbe, war gleich klar, weil das kann zu Hause nur schief gehen. Habe ich in der Vergangenheit als Teenager gemacht. Machen wir einfach nicht nochmal. So, dann stand ich vor so einem Kupferton. Ich hatte, als ich 14 war, so ein ganz helles Kupfer-Orange. Das war cool und das war halt, das hat halt rausgestochen, ne? Und war aber so, ah nee. Da waren wir schon, müssen wir nicht wieder zurück. Dann hatte ich so einen Aubergine-Ton in der Hand. Dachte so, das kann gut werden, es kann aber auch richtig scheiße werden. Und da habe ich mich nicht so richtig getraut und habe dann blau-schwarz genommen. Ihr seht das Blau nicht, ich auch nicht. Nur wenn ich mir die Haare wasche. Vielleicht sieht man es im Sonnenlicht, keine Ahnung. Und jetzt habe ich schwarze Haare. Und als ich es mir frisch gefärbt habe, ist jetzt ungefähr, also nicht ganz 2 Wochen her, glaube ich, dachte ich so, das war vielleicht nicht deine beste Idee. Und es vergingen die Tage und ich gewöhnte mich an den Anblick und ich passte so ein bisschen mein Make-up an, den Schmuck. Dann habe ich so gerne Haarbänder getragen und dachte, oh, it's a look. Es ist genau das, was ich wollte. Ich wollte keine Durchschnittshaarfarbe. Und habe mir was Krasseres ausgesucht und ich glaube, schwarz war da die beste Wahl, die ich hätte treffen können. Und habe das heute gerade auch nochmal mit meiner Friseurin besprochen, weil theoretisch, wenn ich mir die Haare färben könnte, wie ich wollte, hätte ich jetzt hier irgend so ein schwarz mit dunkeltürkisen Strähnen, glaube ich, auf dem Kopf. Das Problem sind aber die kurzen Haare. Da kann man ja jetzt auch nicht so... Also muss man schon auch anders färben, als wenn ich jetzt hier irgendwie so lange Haare hätte. Und ich müsste halt locker alle 8 Wochen nachfärben. Und das hat verschiedene Probleme, weswegen ich da so struggle, mir richtig beim Friseur die Haare so färben zu lassen, wie ich das möchte.
wenn ich jetzt alle 8 Wochen färben müsste, ist es ein Zeitaufwand? So bin ich in 15 Minuten beim Friseur fertig. Ist es ein Zeitaufwand? Ist es ein Geldaufwand? Und ist es natürlich auch eine Strapaze für meine Haare? Weil unter dem Bunten natürlich blondiert werden muss. Und deswegen, aber ich überlege das schon seit Jahren, mir da irgendwie was Cooles färben zu lassen. Und vielleicht mache ich es einfach jetzt mal und guck dann, wie lange ich das durchziehe. Und wenn ich es nach 8 Wochen nicht nachfärben lasse, dann ist es halt auch einfach so. Aber einfach mal so go with the flow. Probier es halt einfach mal aus. Es kann nichts Schlimmes passieren. Vor allen Dingen bei mir, die kurze Haare hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die so extrem lange Haare haben. Das ist sicherlich nochmal eine andere Hausnummer. Aber bei mir ist es in 1-2 Monaten ist es sowieso alles wieder rausgewachsen. Das ist zum einen natürlich doof, weil du immer wieder nachfärben musst. Aber wenn du da mal ins Klo greifst mit der Haarfarbe, ist es halt auch schnell wieder vergessen. Aber ich glaube, ich bleibe noch eine Weile bei dem Schwarz und würde mir das auch nachfärben. Wie gesagt, es sei denn, ich entscheide mich dann dafür, beim Friseur mal irgendwie was Cooles machen zu lassen. Aber erstmal so. Dann habe ich es vorhin schon gerade kurz angeteasert. Ich hatte halt so ein Problem mit mir. Und ich konnte es auf nichts Explizites festlegen. Und vielleicht kennt ihr das. Das hat man auch oft als Frau im Rahmen seiner hormonellen Schwankungen. Bei mir ist es ganz oft um den Eisprung rum, was total crazy ist, weil eigentlich sollte man sich um den Eisprung rum ja am besten fühlen, weil ich da ja so kacke furchtbar bin und jetzt unbedingt einen Mann finden muss, der mich schwängern muss. Jetzt so mal aus der, wie das angelegt ist in mir. Aber während des Eisprungs fühle ich mich meistens am schlechtesten im gesamten Zyklus. Körperlich, aber auch so mag ich mich nicht sehen. Bin meistens auch aufgebläht und dann... Und ich habe das auch ganz gerne nochmal, wenn ich PMS habe, also kurz bevor ich meine Tage bekomme und auch die ersten Tage meiner Tage, dann wird es wieder besser. Also von daher kenne ich das, dass ich mich manchmal nicht so gut angucken kann. Da auch einfach nicht so mag. Aber unterhaltet euch mal mit Freundinnen. Das haben viele Frauen. Das ist also nichts Schlimmes. Ne? So auch im Hinblick immer auf Selbstliebe. Das heißt nicht, dass ihr in dem Thema versagt. Das sind unsere Hormone. Und ich hatte das jetzt aber so einen relativ langen Zeitraum. Und das war dann immer, wenn ich mich geschminkt habe, war so, oh, die Poren sind aber groß, oh, die Pickel. Und dann müssen wir hier wieder und da und, oh, und die Augenbrauen und oh, die Haut ist so fahl und oh, die Haare und... Und dann mäkelt man vielleicht auch wieder vermehrt an seinem Körper rum, wo ich euch auch nichts vormachen muss, ne? Durch meine Schilddrüsenerkrankung stecke ich nicht in dem Körper, den ich mir wünschen würde. Und da können wir auch Selbstliebe hin oder her jetzt uns nicht so viel schönreden. Es ist einfach ein Körper, den ich mir nicht für mich wünschen würde und den ich gerne verändern möchte. Und wo ich auch wieder jetzt seit ein paar Wochen wieder, also ich glaube, wir sind jetzt schon 6 Wochen, mit einer Freundin verstärkt in so einem Programm bin, um das wieder zu verändern. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Eigentlich, wenn man auf diese Schilddrüsenerkrankung gut eingestellt ist mit Medikamenten, was ich eigentlich bin, sollte es möglich sein, ganz normal abzunehmen. Geht nicht. Und nicht, weil ich nichts dafür tue. Ich weiß ja, wie das funktioniert, wie mein Körper gut abnehmen kann. Ich habe nach der Schwangerschaft von meinem ersten Kind hatte ich bestimmt 6 Monate, also 1 Jahr nach der Geburt, war ich so schlank wie noch nie zuvor in meinem Leben. Also 6 Monate nach der Geburt hatte ich, glaube ich, so, also definitiv alle Schwangerschaftsfunde wieder runter. Und da war, also das war wirklich gut. Da habe ich wirklich gut abgenommen. Also ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, was ich essen muss, was ich für einen Sport treibe. Ich weiß das alles, wie das funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich mich damals nicht gut in meinem Körper gefühlt. Ne? Also verwechselt es nicht. Ich habe mich damals nicht selbst geliebt und da war es egal, wie viel ich gewogen habe und was, welche Körperform ich da im Spiegel gesehen habe. Ich fand mich immer zu dick. Aber ich weiß theoretisch, wie mein Körper abnehmen kann. Und dann kam aber diese Schilddrüsenerkrankung dazwischen und seitdem kriege ich das einfach nicht mehr hin. Ich bin froh, dass ich nicht mehr zunehme, also dass wir mit den Medikamenten an den Punkt gekommen sind, wo ich nicht mehr zunehme, aber ich komme halt von dem Gewicht auch einfach nicht runter.
und probiere da gerade jetzt wieder sehr diszipliniert eine neue Herangehensweise aus, wo es schon auch darum geht, natürlich, was ich esse, aber aus dieser Perspektive, ich liebe mich und meinen Körper und möchte dem Gutes tun. Also ich mache das aus Liebe für mich. Und das ist ganz spannend und mal ein neuer Ansatz für mich. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ah ja, dass ich natürlich also mit meiner Körperform sowieso immer wieder struggle. Gerade wenn es ums Klamotten geht. Leute, ich kann nicht mehr einfach so in die Stadt gehen und shoppen. Das geht nicht mehr. Die haben meine Größe nicht. Das ist frustrierend. Ich kann nur noch online shoppen. Und ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, welche Formen jetzt auf meinen Körper passen, welche Größen ich auch einfach jetzt tragen muss, auf was ich bei Kleidung achten muss. Und dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich Klamotten in meinem Schrank hatte, mit denen ich mich einfach wie ich selbst gefühlt habe und wohlfühle, weil meine Kleidung ist Ausdruck meiner Energie. Ausdruck, fühle ich mich gerade feminin, fühle ich mich gerade eher maskulin, fühle ich mich gerade ein bisschen extra, was ist es gerade, was ich ausdrücken möchte? Und da hat dann auch Mode wieder angefangen, Spaß zu machen, als ich diesen Code für mich geknackt habe. Und was ich aber jetzt so die letzten Wochen gemerkt habe, ist, es bezog sich nicht nur auf den Körper, ich hatte an allem irgendwie was auszusetzen. Und wie gesagt, habe dann so angefangen, okay, stecken wir mal wieder ein bisschen mehr Arbeit in mich, färben wir mal wieder die Haare, das sind so offensichtliche Dinge, die wir tun können. Und dann habe ich gestern eine Übung im Rahmen dieses Programms gemacht, was ich da gerade mit einer Freundin zusammen mache. Und das war krass. Du hast quasi mal reflektiert, was man über sich selbst denkt. Und ja, ich weiß, dass ich mich optisch jetzt nicht wie eine 10 finde, aber das mal laut auszusprechen und sich dann wiederum in mich hineinzuversetzen, die das gerade gehört hat, war krass. Und zu fühlen, was das mit dir macht tatsächlich, diese Gedanken, die du über dich hast, die man ganz oft wegdrückt, weil das denkt man ja nicht, das ist ja nicht gut, aber wir denken es ja trotzdem, es ploppt ja trotzdem auf. Da mal zu fühlen, was das mit mir macht. Und sich dann gegenüber sich selbst zu entschuldigen. Und dann passiert eine Transformation. Und da hatte ich auch Pippi in den Augen. Und dann habe ich mir selbst auch gesagt, wie sich das anfühlt, wenn ich so über mich denke. Und ich hatte auch eine ganz krasse Erkenntnis. Ich hatte so dieses, meine Optik, weiß ich, ist ein Schutzmechanismus meines Körpers, ist aber auch ein, hey, es verschleiert doch komplett, wer ich bin. Und auch das ist ein Schutzmechanismus. Und das war so schön und am Ende habe ich mich selber umarmt und wie gesagt, hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen. Und das war toll. Das war toll, mal wirklich so dieses offen und ehrlich sich selbst gegenüber sein, was denke ich tatsächlich über mich? Dann zu reflektieren, wie fühlt sich das an, wenn ich so über mich denke. Und dann immer wieder dieser Wechsel der Positionen. Und das war wirklich sehr gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, was so die nächsten Wochen so passiert. Was natürlich, wenn ihr so ein bisschen in einem Astro-Game auch drin seid, wir haben jetzt natürlich eine echt krasse Zeit hinter uns. Wir sind gerade, haben quasi die Eclipse-Season gerade beendet, die super schwierig war. Und hatten jetzt auch noch eine Sonnenfinsternis, die jetzt auch nochmal volle Pulle reingehauen hat. Und jetzt ist aber gerade so dieses, alles neu. Neue Wege, Neustart. Und das tut mir gerade wahnsinnig gut. Und ich habe echt eine richtig kacke Nacht hinter mir. Hatte aber auch viele nochmal klare Erkenntnisse in dieser Nacht. Und habe in dieser Nacht auch tatsächlich Entscheidungen getroffen. Ich glaube, da können wir jetzt auch thematisch mal so reingehen. Das betrifft nämlich vor allen Dingen auch, was ich jetzt beruflich eigentlich verdammt nochmal mache. Der 1. April war richtig doll schlimm für mich. Also eigentlich schon der 31. März, wo ich so gesagt habe, das ist jetzt gerade so der letzte Tag. Danach sind meine Kurse zu,
Danach nehme ich auch keine neuen Coaching-Klienten an. An dieser Stelle, weil ich gestern die Frage aufkam, meine aktuellen Coaching-Klienten und meine auch alten Coaching-Klienten können sich immer bei mir melden. Euch lasse ich nicht einfach so fallen, da hätte ich mich schon nochmal gemeldet. Aber ich nehme gerade niemand Neues an. Also das habe ich erstmal für mich quasi ad acta gelegt. Und mir ging es erstmal richtig schlecht, weil es war so, scheiße, was denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich stehe immer noch komplett hinter der Entscheidung, bin immer noch sehr glücklich mit dieser Entscheidung, die getroffen zu haben. Aber natürlich kam dann erstmal dieses so, okay, und was dann jetzt? Und ich hatte gar keine Ahnung. Ich hatte gar keinen Plan. Ich habe viel mit Freunden darüber geredet, aber ich hatte gar keine Idee. Dann habe ich das Gedankenspiel gemacht, wenn ich alles machen könnte, was ich wollte, was würde ich dann tun? Bin natürlich auf ein Ergebnis gekommen. Und es war aber erstmal so absurd. Ja, hast du was zu sagen? Ja? Und es war aber erstmal so absurd und so, ach, ja, ist halt nur ein Traum. Und dann haben sich so im Außen so ein paar Dinge gedreht. Da war plötzlich das da und das da. Und guck mal, da könntest du das machen. Und dann habe ich auch während so dieser Eclipse-Season und aber auch jetzt zur Sonnenfinsternis Meditation gemacht. Und es kam immer wieder dasselbe Bild und immer wieder dasselbe Thema. Und ich dachte, ja gut, also so verrückt das jetzt klingt und so wenig ich mir das zutraue, machen wir es doch einfach. Was kann schon passieren, außer dass es nicht funktioniert, und ich am selben Punkt bin wie zuvor, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Schlimmer als das kann es nicht werden. Also okay. Und ich fahre das Ganze jetzt zweigleisig. Also das passt quasi thematisch schon zusammen. Es macht schon Sinn, das sind jetzt nicht zwei komplett verschiedene Sachen. Das macht schon Sinn und ich fahre das jetzt zweigleisig. Also ich starte mit der Schiene und ich starte auch mit der Schiene. Und für beide Dinge muss ich unglaublich viel lernen, weil ich es noch nie gemacht habe. Also gut, bei der einen Schiene habe ich schon mal so ein bisschen gemacht, aber eigentlich habe ich es noch nie konkret professionell gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Mir fehlt ganz, ganz viel Wissen. Aber ich dachte so, hey, ich bin 34. Das ist gar nichts. Ich kann noch locker 30 Jahre arbeiten. Bei dem, was ich vorhabe und mir das Spaß macht und ich gesund bleibe, kann ich das auch noch 40 Jahre machen, wenn ich da Bock drauf habe. Ich kann das an meine Kinder weitervererben, wenn die da Lust drauf haben. Oder. Ich bin erst 34. Und selbst wenn ich das nicht in diesem Jahr schaffe und nicht im nächsten Jahr schaffe, weil ich mir eben noch ganz, ganz viel Wissen aneignen muss und weil das von vielen äußeren Faktoren abhängig ist. Ja, und wenn ich erst mit 40 da bin, was ich jetzt plane, ist ja auch noch voll fein. Habe ich immer noch 20 Jahre. Jetzt mache ich das. Das ist so krass. Ich habe mich die Nacht dafür entschieden, habe da gesagt, ja gut, mache ich das jetzt. Und das jetzt einmal so laut auszusprechen, ist schön, ist gut, fühlt sich gut an. Ist auch so ein bisschen, hast total einen an der Waffel. Ist krass viel Arbeit. Aber machen wir einfach jetzt. Machen wir jetzt, Leute. Wir machen das jetzt. Und ich möchte es natürlich noch nicht sagen. Wenn es dann irgendwie ein bisschen spruchreifer wird, die eine Schiene sicherlich eher als die andere, mache ich das. Ich weiß, dass ich, wie gesagt, ganz viel lernen muss. Auch Dinge, auf die ich keine Lust habe. Aber wenn du weißt, wofür, ist es ein ganz anderer Ansatz. Ich hatte ja schon im Vorfeld auch mal gesagt, ey, ich könnte mir auch noch mal ein Fernstudium vorstellen. War immer so, pff, das, was ich machen müsste wahrscheinlich, um einen guten Job zu kriegen, ist irgendwie, reizt mich so gar nicht. Und jetzt ist aber so, ja, ich weiß doch, wofür, warum ich das dann brauche. Ja, cool, lass doch einfach machen. Ja, und ich habe jetzt im Kopf quasi so eine, ich muss das dann einmal verschriftlichen gleich, so eine To-Do-Liste von so, okay, wir müssen erstmal das machen, weil aus dem ergibt sich dann wieder das, das, das und das. Und ich mache es jetzt einfach. Es kann sein, dass zwischendurch irgendwie mal noch ein Schritt dazwischen kommen muss. Weil ich ja von irgendwas leben muss. Ne? Aber auch da werden sich Wege finden.
Also wenn man dachte, ich bin so schon vielleicht ein bisschen mutig, mich selbstständig zu machen und ein Coaching-Business aufzubauen. Ich sage euch, das jetzt hier ist nochmal eine richtig andere Hausnummer. Aber es ist gerade von außen so dieses, ich gebe dir die Location, ich zeige dir hier den ersten Schritt, ich bringe dir jemanden, der das Wissen hat. Machen wir so. Machen wir jetzt so, beides. Ich starte auch schon tatsächlich diese Woche auf beiden Schienen. Und in meinem Tempo. Ich mache das in meinem Tempo, weil eben ich weiß, mir fehlt ganz, ganz viel Wissen. Ich habe die Passion, ich habe die Leidenschaft, ich habe die Idee. Und mir fehlt ganz, ganz viel Wissen. Und mir fehlen auch Menschen, die ich dazu brauche, um das zu realisieren. Aber das kriegen wir alles hin. Und wenn ich mir tatsächlich sage, ich habe einen Rahmen von 6 Jahren. 6 Jahre, entschuldige mal. Mach das jetzt. Und selbst wenn es dann nichts ist, ja und? Dann mache ich halt das nächste. Haltet mich für verrückt oder nicht? Finde es gerade eine richtig gute Idee. Und freue mich erstmalig mal wieder darauf. Und das ist so das Wichtige. Und das mache ich jetzt. Wie auch immer das jetzt dann die nächsten Wochen und Monate aussieht. Und das spielt ja nicht nur, also das spielen halt so unglaublich viele Faktoren, ne? Okay, ich muss mir Wissen aneignen, mit jedem Schritt, den ich gehe, ergeben sich natürlich weitere To-Dos, noch mehr Dinge, die ich lernen muss, erledigen muss und so weiter. Ich weiß nicht, wie schnell das alles funktioniert, aber es kommt natürlich auch hinzu, dass ich 2 Kinder habe. Eins, was sehr, sehr viel Hilfe benötigt. So formulieren wir das jetzt einfach mal. Was auch immer wieder ein Auf und Ab und ein Schwanken ist, wie viel Selbstständigkeit gerade möglich ist, wie stark seine Einschränkungen mein aktuelles Leben beeinflussen und so weiter. Und deswegen, ich weiß nicht, wie schnell es geht, aber es wird vorangehen. Und das ist doch alles, was zählt. Und wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, findet sich auch irgendwie so along the way etwas, was mir die finanziellen Möglichkeiten gibt, das auch auf die 6 Jahre auszudehnen, wenn es denn sein muss. YouTube wäre eine gute Möglichkeit. Einfach mal jetzt so in den Raum geworfen. Diese Videos ein bisschen mehr Reichweite bekämen. Wir schauen mal. Also das ist jetzt gerade so. Oh, ihr könnt jetzt mit meinem Quatsch auch nicht viel anfangen, aber das ist jetzt erstmal so der Plan. Was wollte ich noch erzählen? Wartet, ich muss mal kurz hier von meiner Liste löschen. Was ich schon erzählt habe, sonst komme ich hier ein bisschen durcheinander. Und währenddessen kann ich euch schon mal sagen, weil jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich das hier noch auf meiner Liste habe. Falls ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt es immer super gerne in die Kommentare. Und wenn es sowas ist, hatten wir nämlich letztens, in dem Kommentar sind wir dann so ein bisschen auf das Thema gekommen, nicht gesehen, sich nicht gesehen fühlen. Und dementsprechend auch Muster aufgebaut zu haben, um eben auch gar nicht gesehen werden zu können. Und auch Schwierigkeiten zu haben, ins Licht zu treten, auffällig zu sein. Darüber mache ich demnächst auf jeden Fall ein Video. Wenn ich das schaffe, schon nächste Woche. Und wenn euch mal so irgendwie so Themen in den Sinn kommen, immer unten mit rein. Dann mache ich super gerne was dafür. So, und jetzt habe ich hier wieder einen Überblick geschaffen. Die 2 letzten Dinge, die ich erzählen möchte. Wir werden im Sommer das erste Mal das Abenteuer Wohnwagen wagen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Also wir waren wir hatten noch nie Berührungspunkte mit dem Thema. Wir waren noch nie in unserem Leben zelten oder campen oder irgendwas. Und wir verreisen einfach mal mit dem Wohnwagen im Sommer. Aber wir können nur herausfinden, ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir es halt machen. Und deswegen machen wir das. Mehr Pläne haben wir für den Sommer noch nicht, aber das find ich finde, das sind schon erstmal große Pläne. Und das Letzte, was ich noch erzählen möchte, bei wie viel, bei welcher Zeit sind wir denn? Ja, ich hoffe, ihr seid noch dran.
Ich möchte euch wieder eine Empfehlung geben. Ich würde euch die Empfehlung sehr gerne zeigen, aber ich habe sie gestern verliehen. Deswegen muss es jetzt so funktionieren. Ich habe ein Buch gelesen. Nennt sich Marschlande und ich verlinke euch das mal mit einem Amazon-Link unten in der Infobox. Hier einmal auch der Service-Hinweis. Alles, was ich mit Amazon-Links unten verlinke, da bekomme ich eine gewisse Provision davon, wenn ihr über diesen Link geht und was bestellt. Es muss nicht mal dieses Buch sein, sondern irgendwas anderes. Hauptsache, ihr geht über den Link zu eurem Amazon-Account und ihr müsst auch nicht mehr bezahlen. Das ist einfach so zwischen Amazon und mir eine Provision, die ich da erhalte. Zu dem Buch und warum ich euch das so explizit empfehle, weil normalerweise empfehle ich euch ja keine Bücher hier auf diesem Kanal, dafür habe ich ja den Buchkanal. Aber das Buch war mir so wahnsinnig wichtig und ich habe es auch gestern in meinem Buchclub empfohlen, deswegen habe ich das Buch auch gerade verliehen. Marschlande. Es geht um zwei Frauen, die beide in den Marschlanden, das ist bei Hamburg, leben. Die eine Frau im 15. Jahrhundert, die andere Frau in unserer Jetztzeit. Mit der Frau in der Jetztzeit können wir uns alle super gut identifizieren. Sie ist Mutter, sie hat ihre Karriere zurückgestellt, sie hat die komplette Care-Arbeit, die natürlich nicht gewertschätzt wird. Und in dem Buch wird so ein bisschen aufgedröselt, warum das eigentlich so ist. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir Frauen diese ganzen Lasten tragen? Und diese Frau entdeckt durch Zufall den Namen dieser Frau aus dem 15. Jahrhundert, die auch dort am Ort gelebt hat, die eine Bäuerin war mit einem eigenen Hof und als Hexe verbrannt wurde. Und in dem Buch Marschlande verfolgt man sozusagen den Weg dieser beiden Frauen immer abwechselnd. Und gerade Abelke hieß die, glaube ich, die als Hexe verbrannt wurde, das hat mich so gecatcht. Wie es dazu kam, dass sie denunziert wurde, was sie für ein Leben hatte und was das heute noch für uns Frauen bedeutet. Und wie Frau sein damals schon war und wie es heute immer noch ist. Wie sich einfach nichts verändert hat. Und im Nachwort, das Nachwort, das hat mich zu Tränen gerührt, Leute. In dem Nachwort wird geschrieben, dass diese Hexe tatsächlich existiert hat. Dass es eine wahre Geschichte ist. Und es wird erzählt, dass bis zum Mittelalter Frauen in diesen Gemeinschaften gelebt haben. Dass es Schutzräume für Frauen gab. Dass es Bars nur für Frauen gab. Dass das normal war, dass Care-Arbeit genauso angesehen war wie Lohnarbeit. Und dann gab es einen harten Cut. Und dann wurde plötzlich alles anders für uns Frauen. Und das ist bis heute noch so. Diese scheiß patriarchalen Strukturen, die sich seitdem entwickelt haben, die so schwer zu durchlöchern sind. Diese Feindseligkeit zwischen Frauen, die entstanden ist, wird auch in dem Buch ganz klar gezeigt, warum und wie. Und wir versuchen das in unserer heutigen Zeit wieder so mühsam zusammenzustückeln. Uns wieder in Schwesternschaften, in Frauenkreisen zusammenzufinden. Und es ist aber so wertvoll, wir brauchen das so unbedingt. Und Marschlande war A, ein Buch, was mich bewegt hat. B, ein Buch, was mich zum Reflektieren gebracht hat. Ein Buch, was mich hat verstehen lassen. Und deswegen möchte ich das unbedingt, unbedingt weiterempfehlen. Das ist, wie gesagt, gestern im Buchclub schon empfohlen. Da werden es jetzt einige lesen. Ich möchte es euch empfehlen. Ich habe auch ein ausführlicheres Video, ich glaube, das geht 8 Minuten, für meinen Buchkanal vorbereitet, Marschlande. Das ist noch nicht online. Wenn ihr dieses Video hier seht, kommt es nächste Woche auf meinem Buchkanal online. Ich verlinke euch den Buchkanal unten in der Infobox. Abonniert den einfach, dann verpasst ihr das Video nicht und könnt euch nochmal ein ausführliches Video zu Marschlande anschauen, wenn euch das hier jetzt noch nicht überzeugt hat. Ansonsten ist es ein Buch, was ich euch sehr, 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 sehr ans Herz legen möchte. Wenn ihr es dann einmal gelesen habt, bitte teilt es noch mit anderen Frauen, die ihr kennt. Und das sind heute meine Abschiedsworte, meine Abschlussworte für diese doch wieder sehr lang geratene Teestunde. Es war mir ein Fest mit euch. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Gedanken in den Kommentaren. Und denkt immer dran, eure Kommentare helfen mir hier mit dem Algorithmus wahnsinnig. Like das Video sehr gerne, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und teilt meine Videos gerne mit anderen, für die das hier interessant sein könnte, was ich so immer wieder erzähle. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.